Ja, wir nehmen aus jedem Spiel immer sehr viel mit. Ja. Wie ich es ja in Bukarest gesagt habe, wenn man das aus taktischer Sicht, aus dem Trainer seiner Sicht sieht, die erste Halbzeit war sehr ordentlich. Wir haben viele Dinge richtig gemacht, was wir machen wollten. In der zweiten, habe ich ja gesagt, sind wir zu weit weggestanden, haben auch nicht mehr diese Überzahl am Flügel geschafft. Aber ja, wir haben 0-0 gespielt gegen die Mannschaft. Basel lag bis kurz vor Schluss gegen die zu Hause zurück. Also es ist ja nicht so, dass das Fallobst war. Naja, es ist ja nicht, dass er Pausen braucht. Er war so, dass er sich selbst zur Verfügung gestellt hätte. Am Dienstag gesagt, er wird spielen, auch wenn er Schmerzen da im Knie hat. Die Länderspielpause war einfach, oder die Länderspielreise für ihn war nicht optimal. Wir konnten ihn oder er konnte nicht da die Behandlung nehmen. Deshalb habe ich mich da entschieden, ihn da rauszulassen. Und jetzt ist er wieder schmerzfrei. Deshalb, glaube ich, war das keine schlechte Entscheidung. Ja, Stuttgart hat sich vor allem dieses Jahr in der Breite sehr gut verstärkt. Sie haben viele Optionen. Es läuft natürlich im Moment auch nicht so rund, wie Sie sich vorstellen. Sie haben natürlich auch andere Regionen angepeilt dieses Jahr aufgrund auch der Verpflichtungen, die sie gemacht haben. Das ist ein absoluter Goalgetter, das muss man schon sagen. Er hat viele Tore nicht nur gegen uns gemacht. Er macht jedes Jahr seine Tore. Und den müssen wir sicherlich im Griff haben. Wir müssen aber auch Maxim spielt im Moment eine gute Rolle eigentlich. Der junge Werner ist sehr gefährlich, sehr dynamisch, sehr schnell. Also da ist der ein oder andere dabei, wo wir schon drauf schauen müssen. Aber wir haben natürlich auch jetzt ein paar Spieler dabei. Ich glaube, da schaut Stuttgart auch drauf. Wenn man sieht, wie Max Meyer sich präsentiert, der ist in Frankfurt vorweggegangen. Julian Draxler in Frankfurt war vielleicht schon leicht erkältet, war da nicht so sein Spiel. Klar gibt es das, aber es ist auch immer mal wieder ein älterer Spieler, der ausfällt, ja, der nicht dann die Leistung bringt. Also das würde ich nicht auf, es gibt nicht jung und alt bei mir.